Das nasse und unbeständige Wetter macht es den Bauern zurzeit alles andere als leicht, speziell den Erdbeerbauern. Bedingt durch die viele Niederschlagsmenge der vergangenen Tage konnte nicht in der Menge und Qualität geerntet werden. Die nächsten Tage sollen laut Wetterprognosen etwas wärmer und trockener werden. Somit kann die Erdbeerhaupternte der rund 40 burgenländischen Erdbeerbauern weitergehen und die Burgenländer können sich wieder an regionalen Erdbeeren erfreuen. Im Schnitt isst jeder Österreicher rund 3,3 Kilogramm Erdbeeren jährlich. Die heimische Erdbeere ist bei den Konsumenten besonders beliebt, da sie das erste saisonale und regionale Freilandobst ist. Herr Landwirtschaftspräsident, viele Regen war im Burgenland, sogar Überschwemmungen. Erdbeeren haben gelitten. Wie schaut jetzt aus? Ja, es ist tatsächlich so, dass die letzten Jahre immer trocken waren und dürr waren. Heuer hat es Regen gegeben. Der ist wichtig, den braucht man unbedingt. Nur die Menge war halt sehr extrem und hat manchen Kulturen geschadet. So auch bei den Erdbeeren hat es viele Ausfälle gegeben. Leider für die Bauern. Man sieht, wir sind vom Wetter abhängig, aber trotzdem jetzt gelingt es für die Konsumenten genug zu produzieren, aber es gibt weniger. Es heißt 60-70% oder die Ernteausfall. Gibt es da irgendwelche Unterstützung von Seite der Landwirtschaftskammer? Naja, es gibt die Möglichkeit der Versicherung. Es hat ja auch Hagel gegeben, Hagel geschädigt. Die Hagelversicherung funktioniert. Das ist eine wichtige Absicherung und das ist freiwillig. Aber die Bauern nutzen das auch, weil es schon einen gewissen Ausgleich gibt. Wie schmecken Ihnen die Erdbeeren? Die Erdbeeren sind natürlich herrlich, sind das beliebteste erste saisonale, regionale Obst. Die Österreicher und Burgenländer essen das sehr gern und wir sind sehr dankbar dafür, dass die heimische Qualität gekauft wird. Herr Bürgermeister, Wiesner, Erdbeeren, das ist schon bekannt. Aber Sie haben auch so Geschichte, wie sind die Erdbeeren nach Wiesen gekommen? Ja, die Marktgemeinde Wiesen ist ja die älteste und größte Gemeinde Österreichs, Erdbeergemeinde Österreichs. Und die ersten Erdbeeren sind um 1870 nach Wiesen gekommen. Da war zwei kluge Wieser, Hans Wolf und Hans Eckhardt, haben damals Erdbeeren von Deutschland geholt. Das ist eine Kreuzung von der chilenischen Erdbeere und der nordamerikanischen Erdbeere von Virginia. Und darum haben sie es geholt, weil hier war die Reblaus, die Weingärten sind kaputt gegangen. Und da haben sie gesagt, probieren wir es anders mit Erdbeeren mal. Und daher, die haben die Erdbeeren geholt und haben es in Wiesen gepflanzt. Und bereits 1912 praktisch, habe einen klugen Volksschuldirektor gehabt, der hat die erste Versuchsanstalt, staatliche Versuchsanstalt, angelegt, damals in der Monarchie noch, hier um die Erdbeeren weiterzuentwickeln. Und das war eine gute Sache. Wir haben auch bis vor 30, 40 Jahren, haben wir auch hier ein Monopol in Wiesen gehabt. Wir haben Wiesen und Umgebung, haben 600-700 Hektar Erdbeeren gepflanzt und da haben wir ganz Österreich versorgt. Wenn die Wiesener Erdbeeren gekommen sind, war eine Einfuhrsperre. Es sind keine italienischen, keine spanischen Erdbeeren nach Wiesen gekommen, sondern Wiesen hat praktisch alle österreichweit versorgt in dem Sinn. Dann ist die EU gekommen, dann natürlich ist es dann gefallen. Aber jetzt geht es wieder gut. Jetzt geht es wieder gut. Die Erdbeeren ist zwar kleiner, wir haben ca. 40 Hektar hier, Anbaugebiet, aber kleiner und das sind gute Erdbeeren. Sie sind die süßesten, eigentlich die besten Erdbeeren, die geschmackvollsten europaweit und weltweit, sagen sogar die Leute hier, die was Erdbeeren hier kaufen. Und ich glaube, das bedingt durch das pannonische Klima am Fuße des Sozalengebirges eingebettet, hier in einer Art Muschel. Und da wächst natürlich die Erdbeeren sehr gut. Kann man nur gratulieren. Dankeschön. Einer der berühmtesten, bekanntesten Erdbeerbauer ist der Herr Haberle. Letzte Tage hat viel geregnet, eigentlich den ganzen Monat hat geregnet. Es war kalt. Ihr habt ja Auswahl gehabt. Welche Schaden habt ihr da bekommen? Nee, es ist so, die kühle Witterung und der Frühjahrsregen, was man dann bekommen hat, der hat eigentlich sehr gut den Früchten und den Pflanzen getan, weil die haben sich schön entwickeln können. Aber leider Gottes, der letzte Regen jetzt, die 100 mm in 3 Tagen, die haben leider Gottes sehr viel Schaden angerichtet, weil einfach sicher 40% der Ernte vernichtet wurden. Es gibt noch Erdbeeren, es gibt noch die nächsten 3 Wochen Erdbeeren und jetzt hoffen wir auf ein trockenes, gemäßigtes Wetter und dann können wir die Kunden sehr gut bedienen. Für die ganze Auswahl gibt es da Möglichkeit, Entschädigung zu bekommen?
Also leider Gottes gibt es für den Regen noch keine Entschädigung, für Starkregen, sondern nur für den Hagel. Und ja, die einzige Entschädigung oder für die Zukunft sind eigentlich Fohlentunnel in geschützten Anbau, aber im Freiland wird es eigentlich fast schon unwirtschaftlich. Werden da in Wiesen eigene Sorten eingebaut oder ist das mehr durch die Klima, dass die solche Erdbeeren kommen? Ja, das ist eigentlich durch das Klima, was wir da haben, durch den Schneeberg, durch das Kontinentale und doch vom See her und von Ungarn das pannonische Klima. Und das Mikroklima in Wiesen passt eigentlich sehr gut für die Erdbeere. Einige meiner Zuschauer haben meint, ich soll unbedingt fragen, sind die einjährige Erdbeeren oder bleiben die mehrere Jahre in die Erden? Nein, das ist, sind nur einjährige Kulturen, wenn man einfach eine Top-Qualität und Top-Größe den Kunden anbieten will. Und das funktioniert nur mit einjährigen Kulturen. Wie lange können Sie noch Leute Erdbeeren bei Ihnen holen? Also sicher die nächsten 2 bis 3 Wochen. Und dann ab Anfang September gibt es dann wieder eine Herbsternte aus dem Fohlentunnel. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Bleiben wir so, bitte. Ich mach das noch einmal.